Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter in Bamberg. Im letzten Video haben wir ja schon deine wunderschöne Halle hier vorgestellt. Mhm. Natürlich sind wir nicht ohne Grund hier. Wir haben ein straffes Zeitfenster, ja. Was sich schon massiv verschoben hat, weil es wird nämlich eigentlich schon wieder dunkel. Ja. Ich hätte doch einfach eine Wohnung nehmen sollen in Bamberg, würde einfach hier bleiben. Ja, aber Schnitzel war gut, ne? Ah, ja, war richtig gut. Das war wirklich richtig gut. So, nein, wir haben natürlich einen Trailer mit. Hast du ihn ein bisschen vermisst? Ja, ich vermisse ihn schon. Vor allen Dingen, was ich vermisse, ist, wenn er einfach auf der Bühne steht und nicht immer drunter gucken kann. Bei Instagram nochmal 36 Fotos, wo runter wohl noch kann. Aber es ist schon krass, wie du in kürzester Zeit zu diesem Auto eine Bindung aufgebaut hast, ne? Vor allen Dingen, je weiter du reingehst, desto schlimmer wird es ja. Und wir waren ja voll drin und für mich ist es dann wie ein zweites Kind oder überhaupt ein Kind oder ein erstgeborenes oder. Ja. So, also, wir machen erstmal einmal auf. Machen wir erstmal auf? Machen wir erstmal einmal auf hier. Wie geht das? Oh, fuck! Also, alleine schon so, guck dir das an. Nee. Du musst ihn mal eher filmen, also sein Gesicht dabei hier kannst. Das ist das Entscheidende. Das ist einfach. Das ist was willst du noch sagen? Was willst du noch sagen? Ja, vor allen Dingen. Genau, bei dir auch, ne? Diese Farbdiskussion war ja stundenlang, tagelang, monatelang. Hey, aber dreh dich mal kurz rum. Genau. Also wirklich, Leute. Laguna Seca, das ist ja. Also das ist ja auch. Die Farbe war übrigens original. Das ist ein Topaz Blauer. Genau. So war er original, so hätte er werden können. Jetzt ist er schwarz. Aber wie gesagt, eben gerade, wo wir das Ding aufgemacht haben, ich habe zum Glück Max ins Gesicht geguckt. Ich glaube, wir hatten jetzt sein Gesicht gerade leider nicht drauf, ne, beim Aufmachen. Nee, jedes Mal. Also ich bin wirklich seitdem, ich kann die Fahrten an der Hand abzählen, hat wirklich nicht viel Kilometer gesehen. Hast du mir schon gebeichtet. So, aber weil, juckt dich das dann nicht? Nee, das Auto ist einfach zu gut zum Fahren. Ich war tatsächlich öfter da, um genau nur das zu machen. Garagentor auf. Ach. Ja! Direkt Fassade renovieren. Direkt. Wir. Danke, Alex. Chromfabrik ist natürlich auch am Start. Servus. Turbotechnik, Maxi ist auch am Start. Turbotechnik. Die Schnauze! Hast du Kleingewerbe angemeldet? Das Beste an den Roadtrips, es wird niemals langweilig. Nein, ich war tatsächlich öfter da und habe die Garage aufgezogen. Nicht um zu gucken, ob er noch da ist, sondern nur einmal drauf gucken, gemerkt, ist perfekt, wieder zumachen, alles klar, gut. Immer noch kein Rost dran, auch perfekt. So, ich weiß, diese Diskussion über die Felgen, nach wie vor viele verstehen die Felgen nicht, aber jedes Mal, wenn ich diese Räder sehe, wenn ich das Auto sehe, ist für also mich einfach. Jetzt ist bei mir auf jeden Fall auch der Groschen gefallen. Ich habe mir auch mal Bilder angeguckt, ne, wo wir mit CSL-Rädern am Wörthersee waren. Genau. Mhm. Ne, also jetzt ist wirklich E88 voll und ganz. Also es macht auch einfach genau das aus, muss ich ehrlich sagen. Und man darf auch nicht so viel immer auf den Bildern, man muss es wirklich live sehen, auf Messen oder man sieht ihn mal fahren mit diesen Rädern. Wenn ihr das Auto fahren seht mit diesen Rädern, Autobahn 100, einfach nur rechte Spur, Feierabend. Also echt geil. Vor allem, man sieht ja selbst hier schon wieder, wie dunkel dieses Schwarz halt ist. Ne? Das, ist aber das kann man immer nicht vergleichen. Als die Plane hier so hängen, du hast nur so diesen Kontrast und vor allem, ich wollte jetzt sagen, es sieht aus wie neu, aber... Nein. So. Okay, was machen wir heute? Wir entscheiden heute so ein bisschen, wie es mit dem Auto weitergeht. Was man da vielleicht noch so machen kann. Wir gucken uns generell mal jetzt nach anderthalb Jahren den Zustand an. Keine Ahnung, ich glaube auf dem Tacho stehen irgendwie knapp 2000 Kilometer, weiß gar nicht. Anderthalb Jahre ist schon wieder her, ne? Ja. Als wäre es gestern gewesen. Ist schon wieder anderthalb Jahre. Wir gucken mal, wie so der Zustand ist. Ein paar, vorsichtig gesagt, Restarbeiten sind ja noch zu machen. Ja. Klimaanlage, ich glaube Gurtschlösser. Den Tacho wollten wir noch mal einmal zu meinem Kollegen schicken. Ja. Der ist den immer einmal zerlegt und so richtig geil. Das ist der, der den Golftacho auch gemacht hat in den Schaltblitzen drin. VAG-Dash. Und er meinte, eigentlich macht er keine BMW-Tachos, aber er wird sich dem mal annehmen. Also zum Revidieren, nicht um Schaltblitz einzubauen. Nee, also wirklich, weil das ist eine einzige Sache, ich setze mich in das Auto rein und halt die Nadeln sind nicht mehr so geil orange, ja, wie sie ja waren. Ja. Das müssen wir da nochmal ein bisschen, du hattest ihn ja schon aufgearbeitet, der ist schon poliert und so weiter, ne? Genau, aber ja natürlich, also Tachoscheibe selber ist ja immer bedampft oder so, ne? Ich weiß nicht, wie man es... Wo geht's hier zur Kartbahn? Also, ich sag euch, dieser Verein hier aus Hannover, das ist also immer wieder was los. Ja. Ich habe noch ein kleines Paket mitgebracht. Du weißt noch gar nicht, was da drin ist. Mal gucken, was du dazu sagst. Ich glaube, es macht das Auto aber am Ende perfekt. Also vollkommen. Aber bin mir auch nicht Anbauteile. Sicher. Anbauteil. Da bin ich gespannt. Diffusor Splitter. M3-Spiegel. Okay. Und Carbon
Ventilkappen. Und dann nee, einfach das Auto ein bisschen genießen. Weil ich finde, der hat jetzt schon das letzte Jahr ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Daniel ist einmal mitgefahren. Von wem? Allgemein meinst du? Ja, allgemein, weil es halt einfach so ein geiles Auto ist. Daniel ist einmal mitgefahren, weil wir haben die Animal-Konsolen eingebaut. Bin gespannt, was du sagst. Du hast so noch gar nicht drin gesessen. Nee. Oder? Nee, nur mit Recaro-Konsole. Genau. Wörthersee war mit Recaro-Konsole. Genau, war mit Recaro. Okay, cool. Ja. Der sagte auch, Alter, das Auto fährt so schweinegeil, erst noch nie so einen geilen E46 gefahren. Auch weil dieser Motor so im Saft steht. Deswegen ist es schade, dass wir dieses Jahr zu wenig mitgefahren sind. Ich wäre natürlich gerne mal eine Runde Bilzer Berg zum Beispiel mitgefahren. Nicht um ihn hart noch bis ans Ende zu... Ja, okay. Ja, mich hätte es einfach nur mal so interessiert, wenn du so ein bisschen mehr... Nicht drüber fährst, weißt du, aber so ein bisschen flotter, einfach nur, wie er sich da so macht. Ich glaube, der wird wirklich geil fahren. Nee, der wird sich extrem. Alleine wegen dem Setup muss er geil fahren. Aber das Problem ist, Rennstrecke und nur so 90% fahren ist halt wirklich immer schwierig. Bei mir auf jeden Fall. Und also, bei dir? So Rennstrecke und 90% fahren kriegt man mit einem Auto hin, keine Ahnung, wenn ich mit meinem Bus fahren würde. Oder ja, weil du weißt, es geht eh nicht mehr. Ja. Mit meinem RS4 B7. 20 Zoll, so einen flachen Reifen drauf, eine Keramik, wo man Angst hat, dass man die platt fährt. Da merkst du so, okay, alles, was ich jetzt raushole, ist wirklich nur noch Quatsch. Ja. Aber ich glaube ja, dass das Auto davon leben wird, dass du 3% mehr willst, aber 5% schneller wirst, weil der halt das einfach kann. Ja, nee, lass mal. Komm jetzt raus. Nee, erst mal die Seite aufmachen. Einmal musst du dir die Seite nochmal angucken. Nochmal dieser. Müssen wir hier auch aufmachen, alles. Ja, heute machen wir komplett drauf. Los, Kameran, willst du einer rauchen? Das sieht so gestresst aus. Ich einfach stopp. Ausbilder Wotzni. Ich rühre kein nicht raucherisch. Man sieht gar nicht, dass wir die ersten 3 Kilometer auf Achse gefahren sind, ne? Einfach Feierabend. Man sieht gar nicht, dass wir die ersten 3 Kilometer auf Achse gefahren sind. Nein, das wusste er nicht. Wir haben hier vorne an der Ecke aufgeladen. Also, warte mal kurz. Ich hol mal kurz mein Telefon, muss ich mal schön ein Bild nochmal machen. Wenn du hier jetzt wieder nur so in die Radhose reinguckst. Das wie ich hab den ja nach dem Wörthersee mit dem Lappen nochmal. Ja genau, und dann hat es den von mir geholt, ne? Ja. Ah ja genau, dann war er auf der Messe, da war er schon wieder was dazwischen. Ja, jetzt mal so Fotos machen. Selbst wenn man so in die Radbauscheine reinguckt. Das Auto ist so gut, ne? So, und noch. Wasser ist ja. Ist ja von der Seite geht. Die Antenne ist auch in der. Okay. Boah, Alter. Jetzt kommt noch. Achso, Spiegel klappt nur auf einer Seite ein. Sieht aber auch geil aus, ne? Spiegel nur auf einer Seite. Scheinbar. Ging aber mal eigentlich, ja, okay. Ja, hier riecht, ne? Dann guckt euch bitte nur mal. Du kannst die ganzen Leute, die auf der Messe live dieses Auto, tatsächlich kamen wirklich viele mal an und haben gefragt, können wir mal die Tür aufmachen, mal reingucken, ne? Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht mehr zu sagen, ne? Dass man da keinen Meter mit fährt. Nee, das war schon perfekt so mit der Konsole. Jetzt sitzt der Sitz auch gleich viel sportlicher, sieht das wieder aus. Ne? Ja, ja. So, aber das Allerbeste ist, wenn wir jetzt anmachen. Ich habe ihn vermisst, diesen Klang. Gar nicht laufen gehört, als wir ihn gebaut haben. Und dann bist du damit zur Messe gekommen. Und ich war ja absolut kein E46-Sound-Fan, weil wenn wir jetzt den daneben anmachen würden, ne, ist das ganz was anderes mit Serienauspuff. Aber der Kaltstart von den Wegen, weil es ist jetzt ja nicht so ein M3, M4, C63 Geboller, sondern es ist halt einfach so ein schönes Dumpf, Motorsport, Sauger. Schönes, geiles Geräusch, ne? Schön, ne? Boah. Was meinst du, wenn er gleich in der Halle steht, so auf dem Boden und so? Ich muss noch mal kurz ein Bild machen. Ja, wir fahren mal rein. Der hat noch so... Wie kann man sich denn
denn nur für so eine Blechdose einfach begeistert? Ja. Damit meine ich jetzt nicht die 46 Meter, sondern einfach für ein Auto, ne? Das ist unfassbar. Genauso wie alle Leute hier gerade rumstehen und sich das Auto angucken, so bin ich immer zur Garage gefahren. Aufgemacht, reingeguckt, alles klar, 19 Zoll sind noch drauf, Auto ist noch da. Nein, weil ich auch die Radreifen-Kombi so, also das ist jetzt ja nicht riesig, das ist auch nicht klein, es ist auch nicht schmal, es ist aber nicht zu breit. Ja, so, ne? Das ist das Plus bei OEM. Das sieht so, weiß ich nicht, es sieht einfach, sieht irgendwie saftig aus, ne? Nee, ich find's auch so geil, total. Okay, erstmal Tor auf und rein. Tor auf und rein. Also Max, zeig mir den Karton. Ich habe Post bekommen aus Hamburg, beziehungsweise aus Hamburg, wurde sogar vorbeigebracht, von der Firma Stern Performance, die fertigen diese Clubsport-Dinger. Hast du? Ja, aber nicht. Haben wir denn nicht schon eine Matte, ja. Das ist keine Matte. Das ist die Matte. So. Passend in Alcantara und so weiter. Das da ist immer noch die passende Strebe dazu mit Netz. Die Jungs bauen für fast alle Autos diese Kits. Ja, das ist eine Stunde her. Ja, genau, das ist eine Stunde her. Könnte was werden. Oder was sagst du? Gibt's in Carbon und nicht Carbon? Ich habe gesagt, ich finde schwarz geil. Auch, ich will auch gar keine wilden, bunten Farben, wie auch immer, weil es war tatsächlich so, du fährst nur Auto waschen, hast schon ein Problem. Weil der Eimer durchs ganze Auto fliegt. Und wir verschrauben das dann so? Ja, das ist genau das Problem. Ich glaube, man muss durch die Kofferraumverkleidung gehen. Ah, hier, guck. Willi findet es auch gut. Direkt eingebaut. Riecht gut, ne? Oh, relativ viel Anbaumaterial dabei. Ah, das sind die Gegenstücke. Die schraubst du rein und schraubst dann die Teile daran. Jawohl. Ich habe verstanden. Haben wir jetzt... Wir haben jetzt ein Loch hinten drin, ja, das ist ja das Beste. Na komm, wir gucken uns das mal an. Ne, wir müssen jetzt erstmal gucken. Boah, wir werden erstmal einen Staubsauger gleich. Erstmal gucken, wie der riecht. Wir müssen kurz hier, Willi macht sich mal bequem hier. Willi will's wissen. Ja. Wir haben ja ein bisschen gecleant, sehe ich gerade. Wir gucken mal kurz auf der Homepage. 20 Minuten später. Wusste gar nicht, dass man so gut schlafen kann hier im E46. Also ganz so einfach ist es nicht. Ist jetzt aber auch kein Hexenwerk. Hier hinter war tatsächlich eine Bohrung. Da haben wir eine Einziehmutter reingezogen. Dann mussten wir in unsere schöne Nadelworks Alcantara-Verkleidung noch das passende Loch bohren. Und jetzt können wir hier diesen Halter reindrehen. Wenn ich das Loch treffe. Nebenbei sieht das auch sehr interessant aus. Ja, geht doch. Ah. Meistens immer komplizierter als aussieht. So, jetzt können wir das hier vorspannen. Ja, und jetzt kommt da die Strebe zwischen. Hier unten war das Ganze ein bisschen einfacher. Da kommt man nämlich ein bisschen besser dran. Aber in Summe, keine Ahnung, halbe Stunde Aufwand. Eine Einziehmutter, ein paar Achter Einziehmuttern und fertig. Jetzt kommt rein. Ja, schwarze Sets im schwarzen Auto, im Schatten, im dunklen Kofferraum wird es natürlich schwierig zu filmen. Aber Netz ist drin. Sieht sehr gut aus. Ja. Muss ich jetzt so ein bisschen aushängen erstmal, der Teppich muss ich erstmal so ein bisschen auslegen. Ja, ja, dann klar. Kann man das mit Sicherheit. Aber sieht sehr gut aus. Ja. Also ich war auch eher skeptisch, ob es mir gefällt. Nee, ist schon. Aber Einbau war wirklich, also es war akrobatisch schwieriger als technisch schwierig, weil du halt so in der Kiste da drin liegst. Als Privatmann bräuchtest du halt eine Einziehzange für Einziehmotoren und sowas halt. Ne? Das ist das Einzige, aber kann man sich auch irgendwo leihen. Ansonsten ist es Plug and Play, ja. Sehr schön. Ich finde auch, passt zum Auto. Passt zum Auto. Ja, ja, klar. Ich finde auch, passt gut, ja. Ja. Eine Sache fällt mir gerade ein. Wir haben leider die Anmoderation von dem Video eigentlich falsch gemacht. Weil deswegen gibt es jetzt eine ganz kleine Einblendung, wie wir eigentlich heute Morgen das Auto gepackt haben. Nee, gestern Abend. Weil wir sind nicht nur wegen dem BMW hier, sondern Kollege Wotzi da hinten, der ist schon fleißig am Rohr verlegen. Der ist nämlich an Lisas. Der YouTuber ohne YouTube-Channel. Genau, der YouTuber ohne YouTube-Channel ist schon fleißig dabei, eine Verrohrung zu bauen. Da wird auch fleißig gefilmt und so. Aber die Szene, wie wir das Auto gepackt haben, müssen wir einfach erstmal kurz einblenden. In der Zeit packen wir das Auto auf die Bühne.
und dann gucken wir auch nochmal, was da hinten eigentlich so getrieben wird. Ihr habt euch mal wieder was Lustiges gewünscht. Heute gibt's was Lustiges. Und zwar, Tom sitzt schon hier aus seiner Mülltonne. Spaß beiseite. Wir fahren zu Max MX Motorsports. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ihr diese Videos sehen werdet. Wir machen einen kleinen Roadtrip. Tom hatte sich aber mit Lisa verabredet auf der Messe. Ihr wolltet ein paar Rohre bauen, ne? So war die Frage, ja. Ob das dabei bleibt, weiß ich nicht. Nein, Max. Ist stabil, hab ich gerade rausgeholt. Lisa hat ein Projekt, einen Evo 2 Mercedes. Da ist keine Ahnung, was für ein Motor drin. Irgendwas mit Kompressor. Irgendwas mit Kompressor? Kompressor statt Katalysator? Da Tom eh hin wollte, habe ich gesagt, das passt sich perfekt. Wir fahren zusammen. Wir machen ein cooles Video raus. Wir machen keine zwei Stunden raus, sondern wir machen drei Wochen raus. Weil Tom will da die Verrohrung mal schnell für bauen und deswegen sind wir da. Mhm. Und ich habe noch so ein paar andere Sachen zu erledigen. Das Ganze soll natürlich cool und wie bei uns gewohnt gleich professionell sein. Das heißt, wir nehmen jetzt gleich mit Schweißgerät. Parkside, darf nicht fehlen, wobei das ja noch das kleinere Übel ist, ne? Natürlich Material, um das Rohr zu bauen, Bandschleifer, das wäre geil, wenn wir den da reinkriegen. Hast du den damit geholt? Ja, ja, das Problem ist nur, wir müssen für Max auch noch einen E46 Motor mitnehmen. Achso, okay. Das wird glaube ich nichts. So, egal. Mit ganz viel Glück haben wir am Ende ein Rohr verlegt im Motorraum. Ich hoffe fertig. Fertig? Hoffe ich, ja, klar. Ja, da muss ich aber hier noch das ganze Makita-Zeug auch mitnehmen, so zum Schleifen, Schweißen, Flexen. Ja, klar. Werkbank auch? Werkbank und so weiter. Ne? Ja, nee, zum Rausziehen, den T5 okay. Rein. Ne? Und nein, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Oh, Junge. Hier, du kannst die ganze Woche bleiben. Ah! Das sind doch bestimmt Marius sein, oder? Ja, ja. Der läuft mittlerweile schon ohne rum, weil er sie nicht bekommen hat. Ich hoffe, das hast du gefilmt, Alter. Marius sind jetzt meine. Dann Tom, guck mal, was hier vorne steht. Ja. Diese von Kess? Hatte ich noch nicht an. Aber nicht. Ja. Du, das Sicherheitsschuh an? Sicherheitsschuhe. Ja, aber wo warst du? Du musstest sie anziehen. Bank überfallen. Wo wart ihr? Stimmt, ihr wart irgendwo. Was hast du mir erzählt? Kann ich die Krise mal auch anfassen oder krieg ich dann einen Kotzreiz? Lass uns kurz überlegen. Das ist eine Palette. Ja. Der. Die Palette geht hier immer quer rein. Denk an den Motor. Mit dem Tim auf dem Beifahrersitz. Ne, wir haben einen Trailer theoretisch auch noch, ne? Passt da vor oder hinter was rein? Ich weiß ja nicht, wie die abpassen. Wenn dann hinter halt, ne? Aber ne, bei dem Auto wird auch schwierig. Ja, man muss auch auf Last achten, ne? Also auf Verteilung. Ja, deswegen. Ne, das Problem ist, ich überlege gerade eher, wir müssen ja auch, das können wir jetzt noch nicht so genau sagen, jede Menge Zeugs mit zurücknehmen. Okay, dann haben wir ja aber Trailer frei. Ja, Trailer leer ist. Oder willst du nehmen? Ja, scheiße, dann müssen wir den Bandschleifer hier lassen. Mensch, das sind 50er Rohre, Alter. Da gehst du einmal mit der Pfeile rüber, gut ist. 50. Was ist denn 50? Wasser. Komm wieder rein, nein. Pack mit an, Alter. Vorne? Nee, so schwer ist das nicht. Ja, ja. Das haben wir. Was hast du gesagt? Gar nichts. Ich habe nur gerade das witzige Intro angekündigt, wie wir heute Morgen bzw. gestern Abend losgefahren sind. Achso. Das schraubt Frau noch selber. Ja. Alter. Kommt so vor, als wenn ihr heute jemanden beeindrucken willst. Nein. Solche, ich mache die Vorarbeit einfach selber. Solche Arbeiten bin ich hier sonst nicht gewohnt, ey. Ja, ist halt ein bisschen blöd ohne Schraubstock und so ganzen Scheiß, ne? Ja, ja, das wird's halt machen. Ja. Aber so für außer. Aus der Hand rausgezittert. Aus der Hand rausgezittert, finde ich das echt nicht schlecht, Alter. Was geht? Ja, Lisa, erzähl mal, was geht hier? 1000 PS? Soll ich irgendwo helfen? Sag doch bitte was. Ja, gleich kannst du ihn halten. Bikompressor. Ach, musst du den entgegenhalten? Ja. Ach so, ja, okay, das ist natürlich scheiße, das hätte ich nie gemacht. Ja, deswegen hätte ich ihn anders ausgebaut. Ah, das ist nicht auf dich, das ist ein Fehler. Ey, niemals auf Tom hören. Warum? Wir können auch einfach die Mutter hinten anmelden, wenn du willst. Da musst du nicht mehr gegenhalten. Aber der Plan war hier einmal komplett Ladeluftverrohrung bauen. Yes. Erstmal der generelle Plan ist Evo 2 Optik mit, das ist das Kompressor, 230 Kompressor. Genau. Aus dem SLK. Wie lange hast du den jetzt schon? Also das ganze Auto? Schon länger, ne? Schon 3 Jahre geht das Projekt jetzt. Hattet ihr den so gekauft, habt ihr ihn selber gebaut mit den Verbreiterungen und so weiter? Nee, also wir haben ihn gekauft, aber
weiß und ohne Verbreitung, also stinknormaler 190er mit viel Rost. Und dann habe ich überlegt, ja, was kann man da daraus machen? Und dann habe ich gesehen, ah, Evo 3 schaut jetzt eigentlich ganz geil aus. Ja, und so fing es an. Aber die Verbreiterung und das Rausgeschnitten hat alles der Göttin selber gemacht, von dem das Kit ist. Ah. Ja, die haben das alles rausgeschnitten. Und wie war das so mit Max? Hat der Bock auf Mercedes gehabt? Oder? Gar nicht. Gar nicht, ne? 0,0. Nee. Wahrscheinlich stand davor und sagte, Alter, was ist das? Ich muss noch. Was ist das? Ja. Ich habe gerade gefragt, wie du so drauf warst, ob du motiviert warst, Mercedes endlich. Gar kein Bock. Vor allem 4-Zylinder-Kompressor. Und dann noch Mercedes Benz, das war ja genau wie die. Also ich habe keine Abneigung gegen Mercedes, ja. Wir haben ja auch einen Daily als Benz und Evo, alte Karre und so, habe ich schon Bock. Das Einzige, was halt wirklich abstrakt ist, ist, wie weit weg es von BMW ist, wie wirklich gar nichts kompatibel ist. Das kenne ich halt nicht von BMW, ne? Du kannst ja vom M4 in E30 gefühlt alles bauen, so fühlt sich jedenfalls an und bei Mercedes halt nicht. Ja, und alles dieses Unterdruckzeugs und so kann ich echt nicht viel mehr anfangen, aber ist ein cooles Projekt, ja. Und das liegt, glaube ich, bei BMW aber auch daran, weil die halt einfach einen 6-Zylinder seit eh und je gebaut haben, ne? Das ist ja bei VW Audi ähnlich. Also da passt auch gar nichts. Also da bist du froh, wenn du 2.0 TFSI aus dem VW in Audi bauen kannst, so, ja, ne? Aber das Ding ist halt auch so, ein E30 ist halt auch damals echt gefahren und so, ne? Alleine Schaltgestänge, Getriebe, wenn du dir anguckst, ey, ab welchem Baujahr fährt ein Mercedes wirklich gut, muss man ehrlich zugeben. Ne? So, es gab ja damals nichts, was hier wirklich aus. 2023? Ja, wahrscheinlich. Nee, so eher so ab hier 204, ne? C63, aber alles vorher, das ist ja, kannst du ja vergessen. Und vor allem halt Schaltgestänge, wenn du da Upgrade machen willst. Ja, das ist ja alles in so einer Gummibuchse und ungefähr so ist dann das Schaltgestänge da drin. Das ist echt übel. Ich muss jetzt selber gerade mal erstmal überlegen, du hast gerade eine gute Frage gestellt. Wann fährt Mercedes gut? Für mich war halt Mercedes fahren noch ganz lange bis zu den Baureihen, so typisch Strich-8er. Wo du ja eigentlich gar nicht mit gefahren bist, sondern so Cruiser. Cruise mit. Ja. So, es wollte auch jeder Automatik haben, am besten noch am Lenkrad. Das ich habe gestern Abend die Frage gestellt, welche Benz-Baureihe ist eine Nordschleife? Außer ein GTR oder GTR Pro. Gibt's nicht. Ja klar, so richtig schnell sind erst die GT geworden, halt, ne? War ja halt ganz anderes Auto. Aber 3er BMW, quasi Ponton C-Klasse. Welcher? Aber meinst du, so ein C63 auf einer Nordschleife funktioniert gar nicht? Ich habe schon Black Series, einen roten 204 gefahren, kannst du absolut vergessen. Aber Evo 1 habe ich auch schon gesehen. Ja, fahren. Aber fahr nicht schnell. Boah, stimmt, es gab ja die ne, DTM, deine goldenen Zeiten. Wenn Max wieder Bock auf Ethereum hat, dann gibt es die DTM-Zeiten wieder. E30 versus Evo. Wenn es kein Trinkupfix oder kein Ausraster gibt. Mein Leben zusammengefasst. Nein, okay, was soll Tommy heute jetzt machen? Okay. Themenwechsel. Hast du Anreißnadel? Weißt du, was das ist? Du hast mich nach meinem Durchmesser gefragt. Ich bin ein Mechaniker, ich habe keine Ahnung von Durchmesser. Nein, Kompressor, Verrohrung, Ladeluftkühler. Hier sind einige Teile von Sterngarage dran, die bieten für dieses Auto quasi ein Umbaukit an. Ja, das extra für den 190er, für den Block. Ah. Haben die schon alles vorgefertigt. Ich glaube, muss man ein bisschen was selber bisschen umbauen. Ja. Aber immerhin, so hier so Wasserschlauch und so, das sieht ja schon geil aus. Dafür, dass das so Plug-and-Play da reinpasst. Ja. Ist schon nicht schlecht, was die gemacht haben, aber muss der Tom ran. Was hat so ein Motor an Leistung da? Also der hat, glaube ich, um die 190 PS und vorher war ja ein 2 Liter Vergaser drin. Wir müssen uns da jetzt noch was einfallen lassen, zwecks Benzinpumpe. Und dann schauen wir mal. Ich bin gespannt, wann er das erste Mal laufen wird. Ja. Aber so Motorsteuer und so, alles original? Nee, also das ist auch alles von der Sterngarage da oben. Wenn du hast du extra so einen Kabelbaum mit dazu bekommen. Das bauen die gleich alles um. Wusste ich gar nicht, dass die da so aktiv sind, dass man da komplett Kabelbaum alles so kriegt. Ja, wir haben alles von denen gekauft. Guck mal, wenn du hier so seitlich reinfilmst, könnte man auch denken, ist Vorbereitung für Turbolader extern. Ja, ne? Also, hast du noch was Schnecke, hin, also? Schnecke ist schon da. Nein, ich meinte das Gläsegehäuse, weil das genau wie so ein Turbolader aussieht. Okay, ja, als wir hergekommen sind, war folgendes der Plan. Das ist der Ladeluftkühler dazu. Der sitzt da so drin. Nee, so drin. So. Das heißt, eine Seite rein und eine Seite raus. Ja. Gefiel dir nicht so, ne? Nein. Okay. Dir auch nicht. Jetzt schiebst du auf mich. Jetzt bin ich gleich wieder schuld. also meine Vermutung ist einfach, dass es Motoren gibt, die einfach noch einen größeren Wasserkühler da haben und dann kommst du auf der Seite hier gar nicht rein und raus. Weil der Wasserkühler einfach bis hier steht. So könnte ich mir das zumindest vorstellen. So, Plan war jetzt allerdings, du willst jetzt hier eine Seite komplett zumachen und dafür hier eine Öffnung reinmachen. Genau. Damit das nicht so ganz hässlich strömt, kannst du jetzt halt auch
So, dass es ein bisschen weich ist, Übergang. Ich wäre echt begeistert. Ich hätte sagen können. Pass auf, also ich hätte jetzt echt gedacht, hier so Rohr drauf fertig. Nee. Nicht mehr, ne? Zeiten sind vorbei. Muss nicht so komplett scheiße sein. Ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Ich überlege gerade, wie hat es denn das jetzt hier geschnitten? Hast du es mit der Hand geflext oder mit der... Hier ein Rohr angeschweißt, ne? Eingespannt und dann so geschnitten. Ein Bogen erstmal, den auf einer Seite geschnitten, dann zusammengeschweißt und dann hier das Rohr dran geschweißt und dann so mal genau. So lange konnte ich schneiden? Ja, es ging so ein bisschen. Parkside, das ist das Premium-Produkt. Okay, das heißt für den Flow so ein bisschen... Ja, genau, bist du gut im Wissen. So, ich bin mal gespannt, wie das hier drin gleich aussieht. Wenn das hier reingeht, da raus, hoffe ich, dass das hier einfach nur offener ist. Ja. Und hier haben wir schon gemerkt, ist auf jeden Fall logischerweise eine Trennung drin. Was, wenn die Luft so reingeht, auf der Seite wieder raus muss. Ja, mal gucken. Irgendwie aufflexen, ne? Ja, das kannst du machen. Du liebst da flexen. Wie war mehr als du? Ja. Du holst ja für alle Siebensäge raus. Wirklich. Und dann, damit Rohre am Ende schön kurz sind. Das ist auch Sterngerade? Bitte? Das ist auch Sterngerade? Das ist auch Sterngerade, ja. Richtiges Bolt-On-Kit, ne? Evo 2, 230 Kompressor. Das wird halt irgendwas so solides einfach drin haben. Mhm. Was, wo ich nicht jedes Wochenende dran schrauben muss, einer ja, einfach fährt. Nee, ist ja auch mal cool, so ein etwas neuerer Kompressormotor, ne? Vor allem, der wird ja auch, da wird es ja auch richtige Tuning-Kits für geben, dass der wahrscheinlich auch 300 PS hat, oder? Ja, ne? Gibt es eigentlich. Aber ich habe erstmal gesagt, nee, erstmal selber, das Auto soll erstmal laufen. Aber mit TÜV oder ohne TÜV? Mit TÜV. Das Kit hat TÜV, der Motor, den gibt es schon öfters im 190er verbaut, also eigentlich dürfte es kein Problem geben. Und der passt so 1:1 auf die Achse hier drauf oder ist da auch schon irgendwas für gebaut? Nee, das passt 1:1. Wir haben halt die Motorlage sind vom 190er. Was erzählst du da, dass hier rein gar nichts passt? Passt doch 1:1 im Motor rein. Der unsympathische Max hier. Also. Oh, Alter. Wo gibt es, dass du einfach so generationsübergreifend einen anderen Motor in dein Auto reinsteckst? Im Motorlager, Motorhalter, alles passt. Ja, klar. Schon gut, ne? Also ich hätte jetzt gedacht, dass hier so ein Motorhalter und so alles gebaut ist, aber dass das so reinpasst. Nee, hier, Raphael Sterngarage, die haben ja so ein Kit. Das ist wahrscheinlich E-Klasse, keine Ahnung, was es sein wird, wie man es halt beim BMW auch macht, ne? Dass es irgendwie passt, aber ja. Dann lass mal Tom weiter in Ruhe sein Rohr bauen hier. Wir hatten ja auf dem Weg zum Wörthersee, hattest du ja so eine Panne mit der Pelle. Da war undicht, natürlich Platten gefahren, Reifen kaputt. Und jetzt haben sie die Räder auch gleich umgebaut. An der Stelle nochmal vielen Dank an MB Polish, der auch die Räder generell gemacht hat, auf M7-Verschrauben. Ne? Da waren vorher andere Schrauben drin. Ne? Aufgebaut, genau. Genau, jetzt sieht man aufgebaut und M7 drin. Und seitdem funktioniert auch, ne? Und? Es wird Zeit für einen nassen Lappensee. Man muss mal wieder hier feucht durchwischen. Ja, aber sonst. Aber blutet dein Herz oder geht's eher auf? Nee, gar nicht. Also das ist geil, ne? Perfekt. Wie gesagt, ich wische jetzt einmal mit dem Lappenfeucht drüber und das ist dicht Profilo. Was auch echt Hölle ist, ne? Hier nicht angefasst, ne? Wenn du weißt, wie Titan, was für eine Farbe das hat, wenn es heiß wird, wenn es jetzt so blau ist, ne? Schon. Ja, aber war der vorher nicht auch schon blau oder war der Serie nicht ganz normal? Der war doch nagelneu, der war genauso silber wie der Rest. Also das kam hier von deinen 1800 Wörter. Ja, jetzt bin ich hier wieder schuld. Ja, aber sonst. Alles wie es sein soll. Mhm. Sexy. Immer wieder sexy. Ja, man sieht halt einfach, dass wir nicht einmal im Regen waren. Ne? Ja, gewaschen, ne? Da ist er ein bisschen feucht geworden, aber sonst. Einmal hat es doch am Wörthersee so ein bisschen waschen die Straße, aber nicht die Welt. Lässt sich alles wischen. Ja, wenn man hier so reinguckt, ist das schon, echt krass. Ja. Du warst ja damals gar nicht dabei beim Bau, ne? Nee. Kennst du das? Siehst du jetzt erst das erste Mal so richtig von unten an? Ja. Wie ist das jetzt hier so mit den, da die Lenker hier original waren, ist mit Uniball egal. Die muss man nicht irgendwie fetten oder irgendwas. Einfach so, scheiß drauf. Nö, die sind ja schon geschlossen und in sich gefettet, ne? Also wenn die kaputt sind, kommen sie raus, aber das dauert ja 100 Jahre, ne? Und die wir hier nachträglich reingemacht haben? Fluorolager. Also wenn die mal defekt sind, kann man die revidieren oder man macht einfach neu rein. Sicher also muss man auch nicht fetten? Nö. Die sind ungeschmierte Uniball. Hier haben wir einen ganz kleinen Einschlag. Oh ja. Der muss gleich hier ausgetupft werden. Ja, ich meine, also, ne? Kann mal vorkommen. Wird ja auch gefahren. Soll ja auch so sein. Also so kleinlich sollte man nicht sein, aber im Großen und Ganzen, oder? Tippitoppi. Neuwagen.
Also man sieht ihm schon ein paar Meter an. Ja, also nicht so viel. Weil so ein bisschen das Glanzbild weg ist, so auf allen Teilen, ne? Aber dafür ist es halt immer noch geil und schön. Ja. Cool. Ja, okay, Klimaanlage war einfach nur nicht befüllt, ne? Ich glaube, die hatten, das war alles so übel zeitlich. Ja, vor allem wäre befüllt im Winter zu einer ersten Motor schon eine Klimaanlage, ne? Also. Ja, nee, also so kleine Sachen, Klimaanlage, jetzt müssen wir uns nochmal über diese Anklappfunktion von dem linken Spiegel kümmern, was das Sache ist. Genau, ABS-System müssen wir nochmal kontrollieren. Ansonsten, ja. Geil, okay. Einfahrservice habe ich ja gemacht, alle Öle frisch. Das heißt, für die Saison ready machen. Ja. Wir hatten kurzzeitig überlegt, ob es nicht motormäßig nochmal ein kleines Upgrade gibt. Mhm, haben wir wirklich. Sag, kannst gerne sagen, was wir uns überlegt haben. Also, wir waren wirklich kurz davor, das Ding hier auf Turbo umzubauen. Ja. Nee, war nur Spaß. Wirklich, hatten kurz überlegt, ob man hier nicht irgendwie ladermäßig nochmal was macht. Sind dann aber zum Entschluss gekommen, das Auto ist einfach perfekt, so wie es ja ist und muss auch so bleiben. Dafür gibt es genug andere Autos, die man auf Turbo bauen kann. Ist es so? Die wir schon auf Turbo gebaut haben. Oder noch umbauen. Oder noch umbauen. Bin ich das letzte Mal hier. Deswegen, das Auto kriegt jetzt die letzte Vollendung, dass es wirklich perfekt ist. Ja. Und dann werde ich das Auto erstmal ein bisschen genießen. So, jetzt geht's weiter mit Rohrverlegen. Ey, und ich wundere mich noch, was hier so klebrig ist an diesem Auto, ne? Guckt euch das an hier. Guckt euch das an. Da läuft der Wachs raus. Hat Max heimlich tatsächlich das Auto eingewachst. Ich wusste nicht, ob ich ihr vertrauen kann. Ja, er dachte wirklich, ich fahre mit den Dingen im Winter überall hin und so weiter. Nee, wenn ich sage, ich fahre nicht, dann fahre ich auch nicht. Also wenn ich sage, ich fahre nicht im Regen und so weiter. Ne? Ich gebe es zu, ich habe ihn ein bisschen... Was heißt ein bisschen? Deswegen ist er so schwer geworden, ne? Nee, also alles, was halt wirklich pures Metall, kein Alu oder sonstiges ist, weiß, wir haben es verzinkt und gepulvert, aber du hast trotzdem immer, weißt du, wenn du oben auf der Straße fährst, vielleicht im Mai, wenn trotzdem noch irgendwo ganz leicht Salz ist, dann kann es ja mal sein. Und deswegen alles, was wirklich rosten könnte, ist nur von unten so ein bisschen angenebelt, ja. Einfach nochmal, um es zu versiegeln. Aber das ist einfach ein Sprühwachs, was da drauf ist? Ja, genau, das trocknet an, trocknet ab und dann. Aber ich kenne wirklich keinen anderen Typen, der nichts anderes jetzt zu tun hätte, außer direkt einen Eimer Wasser zu holen. Das erinnert mich auch an den Bau des Autos, weil du ja gefühlt den ganzen Tag mit dem Eimer und den Lappen rumgelaufen bist. Wenn du hier drüber wischst, wie geil das wieder ist. Ist das einfach nur Wasser oder ist da wieder irgendein Reiniger drin? Nee, ein Allzweckreiniger? Ja. Muss. Ja, ich sehe schon. Ach, wir können eigentlich fahren, weil Max ist die nächsten 2 Stunden beschäftigt. Ah, das ist was. Kennst du jemanden, der sonst noch den Unterboden hier vorhin? Guck mal hier, Tom. Aber vorhin. Diesmal, wie gut er mir vertraut, ne? Frisch durch. Hat er die ganze Karre eingewachsen. Dann läuft der Wachs raus. Hat er die ganze Karre eingewachsen, weil er Angst hatte, dass ich mit der Kiste in Hannover gleich ins erste Autobahnkreuz fahre im Dezember noch, Alter. Vor allen Dingen immer die WhatsApp. Was? 28.12. Ja, heute früh mal mit W46 ein bisschen auf dem Parkplatz im Schnee. Wir haben mit 2,15, 40, 18 wieder angegriffen. Oh, aber ja, okay, wir machen erstmal ein bisschen sauber hier. Also das Druckrohr. Was? Das Druckrohrmeter? Soll ich wieder anfangen? Also das Druckrohr hier, Tom, sieht ein bisschen aus wie ein Wasserrohr, ne? Wie man schon sagen, ne? Oder? So ein 50er Rohr ist schon süß. Das sind andere Dimensionen bei euch. Ja. Ne, ist am Abarth, das ist auch so. Wir haben echt beim Abarth uns zusammengerissen. Das 50er? 50er Rohr, das ganze Auto. 50er. Nein, hier geht Luft rein. Das sieht toll aus, sieht gut aus. Da geht Luft raus, sieht auch toll aus. Hier habt ihr gerade in den letzten. Habt ihr gerade in den letzten Sequenzen gesehen, doch alles massiv umgebaut, weil irgendwie hat Max dann seine Leidenschaft fürs Alu entwickelt, ne? Hab total. Ich festgestellt. Ich liebe jetzt Alu. Als ich dann meinen schönen Fräser ausgepackt habe, war ganz vorbei. Und wir haben es hier komplett abgeschnitten, Platte rein, dass das jetzt flow-technisch auch gleich schön float, ne? Ich sage jetzt wirklich, das sind 20-30 PS Unterschied, was wir gemacht haben, ohne Probleme. 20-30 PS? Ja.
was der an Gegendruck hätte, wenn es, weißt du, weil der Kompressor macht ja nicht unendlich viel Druck hinterher, da ist ja irgendwann Feierabend. Ich denke mal auch einfach, Kühlleistung wird halt doppelt so gut sein, ne? Weil jetzt einfach nur einfach der Kühler doppelt genutzt wird. Kühlleistung würde ich gar nicht unbedingt so sagen, weil wenn die Luft relativ langsam durchgeht, kühlt sie auch besser. So, ne? Aber ich lachte mich ja trotzdem die ganze Zeit so blöd. Ich sehe nur, ich grinse. Aber Gegendruck auf jeden Fall. So, jetzt haben wir nur eine Baustelle und zwar leider nicht genug Ringe hier mit, dass die Schläuche da nicht runterfluppen. Hier haben wir Recycling gemacht und einen alten vom Kühler genommen. Aber hier fehlen jetzt noch zwei Ringe, das macht aber nichts, das können wir auch in Hannover schweißen. Hier kommt jetzt einfach dieses Rohr rein. Hier einen drauf, hier einen schönen Schlauch, das kürzen wir noch rein. Achso, das müssen wir noch einmal, das ist ein Eddings. Müssen wir einfach anzeichnen. Boah, brutal. So, ich würde noch ein Stück weiter. Boah, was ist das denn, Alter? Ja. Wo müsst ihr angezeichnet haben? Hier? Ja, so wie das Rohr schön sitzt. Zum Abschneiden, oder? Ja, lass schon noch ein bisschen Platz, dass er ein bisschen wanken kann. Wie so. Ne, ich hätte nie abgeschnitten. Ein bisschen also wanken. Was? Egal, ist schon spät, ihr merkt es schon. Keiner von uns kann auch vernünftig reden wenn, hier. Wenn du mehr Platz hast, dann kann doch der sich ein bisschen besser bewegen da. Ja, ja. Ein starker Motor da. Ja, ja, okay. Wie, wollen wir hier noch einen Konusnisch machen oder kann man einen Schlauch zwischen? Ich glaub, zeichne einfach nur an, wo das Rohr jetzt gerade zu Ende ist, genau. Dass wir das einmal wissen. Und schreibt mal hier unten gerade aufs Rohr drauf, 10 mm Platz. Mit TZ. Ein Glück filmen wir es ja, wir hätten einfach nachgucken können, ne? Aber. Wieso? Ja. Wie es guckt sich mir an? Mhm. Naja, so passt halt schon. Ja. Zwei Ringe dran, Schlauch drauf, Abfahrt. Könnt ihr zusammen. 1000 PS. 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 Auf Benzin. 1000 PS. Ich würde sagen, war ein langer Tag, reicht für heute. Hat trotzdem Spaß gemacht. Mega. Vielen Dank für eure Arbeitsleistung. Wilde Truppe hier. War wieder war, kurz. War sehr lustig. Gefühlt waren kurz 30 Leute hier. Ist das immer wenn, hier? Wenn, ne, wenn die Prominenz da ist aus Hannover. Okay. Ne, die wollten alle bei Tom mal schweißen lernen. Mhm. Ja, daran wird es gelegen haben. Deswegen sind jetzt alle auch weg hier. Ja. Wir fahren jetzt nach Hause. Tschüss. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.